Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf wird der Bund zum vierten Mal in Folge keine Schulden aufnehmen. Die schwarze Null steht und wir können zu Recht darauf stolz sein. Und ich möchte noch mal drei Argumente anführen, weshalb uns das Thema so wichtig ist. Erstens, mit der Entscheidung mit der schwarzen Null halten wir Wort. Wir machen, wie versprochen, keine neuen Schulden und das, wie versprochen, ohne die Steuern zu erhöhen. Die schwarze Null wird also aus laufenden Einnahmen erwirtschaftet und sie ist das Bekenntnis dazu, dass wir verantwortungsvoll mit den Steuergeldern der Bürgerinnen und Bürger umgehen. Das ist der zweite Punkt. Mit der schwarzen Null werden wir unserem stabilitätspolitischen Anspruch in Europa gerecht. Sie hilft uns, uns Schritt für Schritt dem Ziel zu nähern, die heute noch zu hohe gesamtstaatliche Schuldenstandsquote bis zum Jahr 2020 auf unter 60% des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Und drittens, die schwarze Null ist nicht nur sichtbares Zeichen solider Finanzen, sondern vor allem praktizierte Generationengerechtigkeit, denn wir wollen eben auch zukünftigen Generationen noch Spielraum hinterlassen, um Politik zu gestalten. Dabei geht es nicht nur darum, den Haushalt ohne jede Rücksicht zu konsolidieren. Fakt ist, dass dieser Haushaltsentwurf den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land weiter stärkt, nicht nur zwischen Alt und Jung, sondern auch sozialpolitische Leistungen werden in entsprechendem Ausmaß finanziert. Das alles trägt dazu bei, den Ausgleich zwischen wirtschaftlich Starken und sozial Schwachen zu erreichen. Sozialausgaben sind mit gut 170 Milliarden Euro in 2017 mit Abstand der größte Ausgabenbereich im Bundeshaushalt. Gut jeder zweite Euro gibt der Bund für soziale Aufgaben aus. Allerdings müssen wir auch heute und in Zukunft in der Lage sein, diese Sozialausgaben zu finanzieren. Das Geld muss erwirtschaftet werden. Daher geht es nicht nur ums Konsolidieren, sondern vor allem um Investieren in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir müssen die Spielräume nutzen, die uns die hervorragende Einnahmesituation sowie die niedrigen Zinsausgaben bieten, indem wir in zentralen Feldern die Investitionen deutlich steigern und damit auf die großen Herausforderungen unserer Zeit und der Zukunft antworten. Stabilität, Verlässlichkeit und Zukunftsinvestitionen, dieser Dreiklang ist für uns handlungsweisend. Dass der Bund nicht nur konsolidiert, sondern auch investiert, sehen wir daran, dass die Investitionen im Jahr 2019 mit rund 35 Milliarden Euro um 10 Milliarden Euro über den Investitionen von 2014 liegen werden, ein enormer Aufwuchs. Und hier gilt es, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Als Wirtschafts- und Digitalpolitiker steht für mich die Digitalisierung mit an oberster Stelle. Und hier gilt zunächst unserem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ein ausdrücklicher Dank. Anfang dieser Legislaturperiode ist er zum Thema Breitbandausbau gestartet mit 0 Euro. Nun werden wir, nachdem die Bundesregierung über die bereits vorgesehenen 2,7 Milliarden hinaus noch einmal zusätzlich 1,3 Milliarden zur Verfügung stellen wird, in den kommenden Jahren rund 4 Milliarden Euro in den Breitbandausbau investieren. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist die Grundlage für alle weiteren Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung. Der flächendeckende Zugang zu modernsten digitalen Netzen ist für Bürger wie für Unternehmen Voraussetzung für den erfolgreichen Wandel hin zur digitalen Gesellschaft. Und da befinden wir uns auf einem richtig guten Weg. Daher ist es klug, dass der Staat hierfür viel Geld in die Hand nimmt und auch dort für ein entsprechendes Versorgungsniveau sorgt, wo rein privatwirtschaftlicher Ausbau bislang nicht vorankommt. Um den Digitalstandort Deutschland aber für die Zukunft fit zu machen, gibt der Bund auch sehr viel Geld für Forschung und Entwicklung aus, beispielsweise, und ist vorher bereits angeklungen, für den zukünftigen Mobilfunkstandard 5G. Und es ist richtig und wichtig, gerade bei innovativen Entwicklungen wie Internet der Dinge, digitaler Medizin oder selbstfahrenden Fahrzeugen wird der mobile Datenaustausch in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Und dafür brauchen wir 5G, und zwar 5G made in Germany. Wie wir wissen, steht Deutschland Stand heute in einigen Feldern der Digitalisierung an der Spitze der technologischen Entwicklung. Ich denke hier vor allem an den Bereich der Automatisierung oder die Robotik. Allerdings wissen wir auch, dass zwischen den Industrieunternehmen in Europa und den Internetkonzernen
aus den USA längst ein intensiver Wettlauf ausgebrochen ist. Angesichts der tiefgreifenden Umwälzungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, stellt sich heute ganz konkret die Frage, wie die Wertschöpfung in Deutschland in Zukunft gestaltet sein wird, wie wir diese sichern können, wie es gelingen kann, unsere Unternehmen so fit zu machen, egal ob Mittelstand oder Großunternehmen, fit für die Digitalisierung in der Zukunft. Und hier gilt es, die Rahmenbedingungen beispielsweise für Industrie 4.0 so zu setzen, dass Deutschland digitales Wachstumsland Nummer 1 ist und die deutsche Wirtschaft in einem globalisierten, digitalisierten Wettbewerbsumfeld erfolgreich bleiben kann. Dies ist die entscheidende wirtschaftspolitische Aufgabe für uns. Mit der digitalen Agenda hat die unionsgeführte Bundesregierung die Weichen richtig gestellt und auch der jetzt vorliegende Haushaltsentwurf zum Einzelplan des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, den wir heute diskutieren, setzt die richtigen Schwerpunkte. So werden im Bereich der digitalen Agenda die Mittel auf 174 Millionen Euro erhöht. Dies ist ein signifikanter Aufwuchs gegenüber den 97 Millionen aus dem vergangenen Haushalt um fast 80%. Schwerpunkte sind die Entwicklung digitaler Technologien. Dazu gehört etwa der Bereich Smart Home oder die Schaffung von vertrauenswürdigen Clouds oder der Bereich Mittelstand digital, zum Beispiel für 10 bundesweit aufgestellte Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren. Im Übrigen wird da auch deutlich, dass diese Haushaltsposition ganz stark auf dem Mittelpunkt auch Mittelstand fixiert ist. Des Weiteren die Titelgruppe Potenziale der digitalen Wirtschaft, worunter zum Beispiel die Strategie intelligente Vernetzung oder die Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft vor allem für die KMUs fällt, oder die Initiative Industrie 4.0 mit der gleichnamigen zentralen Plattform, sowie ganz neu die Anfinanzierung eines europäischen Mikroelektronikprogramms zur Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Und auch im Bereich Gründen, Wachsen, Investieren setzt der Einzelplan wieder einen Schwerpunkt. Die bewährten Programme Exist und Invest sind übrigens zusammengefasst unter dem Oberbegriff innovative Unternehmensgründungen. Und hier gibt es auch einen ganz stetigen Aufwuchs. Das waren im Jahr 2015 72 Millionen, 2016 80 Millionen, 2017 84 Millionen. Also das heißt, auch im Bereich Gründen, Wachsen, Investieren investieren wir stetig mehr Geld, um Unternehmensgründungen voranzubekommen. Auch der Hightech-Gründerfonds wird fortgeführt. Außerdem hat Bundesfinanzminister Schäuble angekündigt, dass der Erhalt von Verlustvorträgen bei Eigentümerwechsel sichergestellt wird. All das stärkt die Gründungsbedingungen und fördert und verbessert damit weiter die Gründerkultur in Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden den Einzelplan in den anstehenden Beratungen noch einmal auch mit dem Blick auf den von mir genannten Schwerpunkt der digitalen Wirtschaft analysieren, gegebenenfalls bei Bedarf an der einen oder anderen Stelle auch nachbessern. Aber bereits heute steht fest, mit der schwarzen Null, den richtigen Ausgabenschwerpunkten und der Steigerung von Investitionen in den zentralen Zukunftsfeldern wird der Bund einen erheblichen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland und die deutsche Wirtschaft gut gerüstet in die Zukunft geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Hans-Jörg Dutz. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, von mir, Ihnen. Nächste Rednerin in der Debatte, Daniela Ludwig für die CSU-CDU-Fraktion.